Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von MudRunner, also im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, letzte Folge haben wir hier Holz aufgeladen. Und ich versuche immer wieder mit WASD anzufahren, aber das geht natürlich irgendwie nicht. Warum auch immer, weil ich Primärsteuerung umgeschaltet habe. Genau, ja. So, letzte Folge auf Holz aufgeladen, diese Folge Holz transportieren und zum Sägewerk bringen. Jeder seine erste Fuhre. Genau. Mal. Ansonsten hätte man könnte es noch effizientieren, indem man. Effizientieren? Wie heißt das? Effizienter gestalten, indem ich hier mir jetzt noch einen Anhänger anhänge mit für mittellanges Holz an der Werkstatt, damit nochmal zu dem anderen fahre und das dann mache, weil ich ja halt sonst eh mit leerer Ladefläche fahre. Allerdings habe ich jetzt halt auch voll hier. Ich bin beladen. Lässt sich überlegen. Hast du auf den grünen Punkt geklickt? Ja, ich hab's auch als in Ladung umgewandelt. Sehr gut. So, jetzt ist es wieder hell. Oh ja, das ist schön. Mhm. Okay, also ich habe bei den anderen beiden auf jeden Fall noch zweimal Langholz dann. Ja, weil ich habe jetzt noch danach noch zweimal kurz, noch zwei Fuhren Kurzholz. Mehr habe ich nicht. Und alle hier aus dieser Ecke, wo ich hier hinten bin, weil meine Hölzer sind jetzt alle hier hinten, ne? Bei mir. Mhm. Interessant wird es dann, wenn wir am gleichen Punkt sind. Wie viel müssen wir eigentlich machen? Also ich habe jetzt hier einmal 3 Punkte und einmal 4 Punkte. Du hast deine paar... Ich hab 3x3 Punkte. Genau. Und ich habe nur noch 2x5 Punkte. Wie viel brauchen wir denn da überhaupt? Wir brauchen wahrscheinlich nicht alles, aber vieles, weil wir brauchen insgesamt 16 Holzpunkte. Okay, also weil wenn ich 7 habe und du 9, dann passt das doch. Richtig. Oh. Also mein Weg ist länger als deiner. Also ich kann mit meinen 3 Holzfuhren kann ich ein Sägewerk auf jeden Fall voll beliefern. Das heißt, du könntest dann auch ein Sägewerk voll beliefern. Nee, nicht ganz, weil einer für eins fehlt. Hä? Es sei denn, gut, natürlich, ich mache Langholz. Ja, müsstest du ja machen, weil ich habe ja das eine Holzüberschuss dann für das eine Sägewerk. Naja, aber die Frage ist, wird Holzüberschuss, wie wird das gemacht? Der verschwindet. Oh. War bisher immer so. Na toll. Deswegen. Das aber heißt, ich muss sogar den zweiten Truck mitnehmen. Habe. Oder wie? Weil ich ja einen Kran. Ich nehme auch nicht so einen von diesen gelben Trucks mit, die sind noch eklig. Ah, oh, ja. Weil das Ding ist, wenn ich das mittlere nehmen könnte. Das wäre halt einfacher. Muss ich bis dorthin? Ach nö, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Haben die gelben Trucks einen Kran? Glaube ich, muss da bedauern. Naja, das heißt, das muss ja irgendwie funktionieren, dass ich mit dem Kran Langholz. Du siehst ja von dir mehrere Fahrzeuge auch gleichzeitig. Das heißt, du kannst einfach. Dann erst das Holzfahrzeug dahin fahren, dann ein Kranfahrzeug hinfahren und einfach mit dem Kranfahrzeug auf dein Ding ins Tropfen machen. Das kannst du ja. Das verschwinden ja nur die anderen Fahrzeuge der anderen Leute, aber ich könnte ja, jetzt du warst ich kann ja mit meinem eigenen Fahrzeug interagieren. Nee, aber ich sehe ja auch dahinter das andere Fahrzeug von bestehen. Mit dem könnte ich interagieren, deswegen. Es verschwinden nur die Fahrzeuge des anderen Spielers. Die verschwinden nur, wenn der andere Spieler nicht. Beziehungsweise Interaktion deaktiviert. Richtig. Aber mit deinem Fahrzeug kannst du immer mit allen interagieren. Und auf die Art und Weise wird das dann gehen. Und nein, ich habe auch mal nachgeschaut, keinen Kran. Ach so, gut. Nee, weil ich dachte, durch die Punkte, ich hätte das mittellange Holz auch einfach aufladen können und wahrscheinlich bei dir reinpacken. Aber ich dachte halt dadurch, dass die Punkte da waren, dass ich das halt irgendwie so anziehen kann an den Kran und das dann sozusagen festgemacht ist, so mäßig. Gibt's ja manchmal. Aber ich hätte dich auch einfach beladen können dort. Das können wir einfach nochmal ausprobieren, Tobi, weil ich glaube, ich vermute mal, dass ich vielleicht schneller fertig bin als du. Mit meinen 3 Fuhren. Weil die sind jetzt ja nicht so aufwendig. So wie es von dir beim Klang her war, scheint es mal ein bisschen aufwendiger. Naja, warte bis mal, dort hinten hin halt, ne? Wo von der Karte willst du denn holen? Noch. Das kommt drauf an. Erklär mir mal ganz kurz. Langholz oder? Ah, ich habe übrigens auf der Insel oben auch noch 3 mittellange Stämme, sehe ich gerade.
Ah, guck mal hier da. Aber ich glaube, da ich tue einfach kurz in 4 Kurzholz da unten, das ist einfacher. Sehe ich ja. Aber ja, warum soll ich auf die Insel da fahren? Ich fahre doch nicht durch ewig langes Wasser, was mich am Ende wegtreibt. Ich habe keinen Okay. Das Ersatz Wasser hier war Truck. recht flach eigentlich. Mal. Also das Wasser war Nee, wenig ich zu fahre nicht kugeln. durchs Wasser da. Oh, Nee, okay. nee. Und ich will jetzt auch nicht meinen Truck nochmal extra umrüsten auf mittellang, nur damit ich eine Fuhre mittellang transportieren kann. Wenn ich auch so einfach 3 Fuhren Kurzholz habe. Deswegen. Nee, aber sollte ich da fertig, eher fertig sein oder so, dann können wir es immer noch mal ausprobieren mit du belädst mich oder so, weißt du? Na, das Ding ist, ich muss ja jetzt halt noch theoretisch, wenn ich Langholz nehme, muss ich ja noch eine Fuhre machen. Und da muss ich genauso dorthin, wo du auch hin musst. Da wäre halt die Frage, ob ich jetzt einfach auf Langholz umrüste. Oder halt eins der gelben nehme, je nachdem. Mal gucken. Ja, wenn, dann müsste ich auf Langholz umrüsten, wenn du es auf mich draufladen willst, weil du musst Ja, es ja das stimmt, das aufladen. stimmt, das stimmt. Deswegen. Ich könnte mir jetzt Aber natürlich noch es einen wäre ein Langholzanhänger Experiment hinten wert. dranhängen. Ich Es könnte wäre jetzt ein noch einen Experiment Langholzanhänger wert. hinten dranhängen und den kann ich ja, während ich das Kurzholz bei mir auflade, einfach abkoppeln und dann wieder ankoppeln. Wenn du ihn Dann nicht kann ich ja brauchst. kurz. Richtig. Ja. Das klingt gut. Dann fahre ich zur Werkstatt, hänge mir den Langholzanhänger hinten dran und warte dann auf dich, bis du in der Werkstatt wieder vorbeikommst hier oben. Ist es ein Langholzanhänger? Ich kann mir Langholz ein. Gibt doch. Gab's den? Weiß ich nicht. Kurzer Holzanhänger, dann mittlerer Holzanhänger. Nee, es gibt keinen langen Holzanhänger. Naja, hat mich auch gewundert. Das heißt, für Langholz müssen wir die Dinger da verwenden. Ja. Wie beschwerlich ist denn der Weg dort hinten? Ich bin ja noch nie gefahren. Es ist erst recht fest, aber es liegen sehr, sehr viele Holz. Probleme kriege. Das heißt, es wird wahrscheinlich sein, dass wir mit der Winde auch teilweise arbeiten müssen. Das wird interessant. Oder ich müsste doch einfach den Truck mit langem Holz, mit dem langen Holz, müsste ich einfach bei mir hinten dranhängen können an die Ja, Winde und genau. einfach mein Fahrzeug hinten mit lang ziehen. Dann nehme ich einfach die beiden Fahrzeuge mit, weißt du? Das hatte ich auch überlegt, dass ich dann halt den Langholztruck da einfach mitnehme mit der Winde. Willst du deinen mitnehmen oder soll ich meinen mitnehmen? Ja, wenn ich meinen mitnehme, weiß nicht. Kannst du dir nicht noch einen Kurzholzanhänger dranhängen? Dann musst du auch nur noch einmal fahren, oder? Also du musst halt zwischen den Haltestellen hin Das ist und her, korrekt. aber. Das ist korrekt. Dann nehme ich einfach meinen Langholzanhänger, meinen anderen Langholztruck Ein da mit, dann passt Langholzfahrzeug das. hängst du einfach hinten dran. Ja, genau. Dann haben wir das auch Und dann geklärt. fahre ich nochmal kurz zurück und mache mir einen Kurzholzanhänger noch hinten dran. Aber das stimmt. Dann fahre ich einmal hin, lade beides auf. Muss man halt eben schauen, wie wir den Anhänger da lang manövrieren können, aber es wird schon irgendwie klappen. Und ansonsten gibt es nur mehr Entertainment für die Zuschauer. Aber ich sag mal, wenn du Also. jetzt hier halt auch darauf gehen willst, dass du möglichst wenig Sternepunkte verbrauchst, dann nutzt du natürlich nur dieses Ding, was du, das ganze Zeug, was du auf der Map hast. Dann Kurzholzanhänger. Das ist ja auch nur der Bequemlichkeit halber, dass du hier dir solche coolen, krassen Trucks holst. Aber mit Mit irgendeinem Fahrzeug musst du Profil. starten. Du musst tatsächlich irgendein Fahrzeug am Anfang auswählen, sonst kannst du nicht starten. Sicher? Ja, ich habe es mal probiert. Dann Ich habe nimmst du alle halt Fahrzeuge einfach ein deaktiviert, da konnte ich dann nicht nimmst du auf halt einfach Bereit so ein klicken. Fahrzeug, das hat einen Stern. So. Ja. So dieses kleine Erkundungsfahrzeug, was ich dort habe. Das hat zum Beispiel einen Stern. So, ich stehe jetzt hier, da, wo der mittlere und der lange Holzanhänger auch gelagert werden. Ja. Und warte da auf dich. Ach, du kommst ja direkt vorbei. Mahlzeit. Auch den Treibe mitnehmen. Mit dem wirst du ganz Warum viel steht der transportieren können hier an rum, Holz. sinnlos? Das kann ja was werden. Ja, hast du ihn dran? Gut. Bei mir sind die nur ausgekraut, deswegen. Und zuckeln die hinter irgendwie hinterher. Was war nochmal Dings für Winde?
F ist Winde einholen. Was machst du? Der fährt rückwärts. Ach, lul, weil der mich dann rausziehen will. Richtig, der macht das gleiche wie du machst. Also da wird er eingesetzt, das Fahrzeug. Der Du hast eine volle Route Beefahrer. gesetzt? Nö. Ja, richtig. Müsste ich mal Setz dir gucken. mal eine. Oder ja, schau halt, dass du an der ersten Biegung dann Ja, wir nehmen dies abbiegst. da. Soll denn hier ein relativ pester Weg sein? Ja, er geht, er ist befahrbar. Ohne dass man sofort feststeckt. Sag mal Ja. so. Nee, aber Paint.net nutze ich auch immer nur, wenn ich immer Paint brauche, aber auch mehrere Ebenen. Ach so, ja. Oder wenn ich Linien ziehen will, weil das kann man in Paint.net besser machen. Weil du kannst auch automatisch deine Krümmung sofort abstrakter zu machen. Ne? Dafür hast du in Paint.net ein paar mehr Möglichkeiten als in Paint, aber an sich arbeite ich mal in Paint, nur wenn ich über die Möglichkeiten von Paint hinaus will, dann gehe ich auf Paint.net. Deswegen. Das ist Kommst du voran traurig. oder steckst du fest? Nein, wir stecken beide an dem Ast. Weil ich sehe ich mal an dir vorbei und dich irgendwie beziehen? Ah, nee, du kannst eh nur eine Winde haben. Och Mann, ey. Warte mal, ich muss den Abstand hier verkürzen. So, ansonsten fahr erst mit deinem Truck drüber und dann setze ich den anderen Truck rein und fahr mit dem nochmal drüber. Natürlich wahrscheinlich sehr beschissen fahren lässt hier drüber. Weil der überhaupt nicht geländegängig ist. Ach, ob Junge. Hier komme ich easy drüber, ja. Okay. Baum. Da. Junge. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieser Truck, der hat weder Allrad noch eine Differentialsperre. Ja, ich weiß, hatte ich dir ja gesagt, vorletzte Folge, dass ich mit dem nicht fahren will, weil er weder Differential noch Allrad hat. Oder ich kurz durch deinen Truck durchfahre. Echt mal. An welcher von den Holzdingern da hast du jetzt was? Das vordere. Okay, da bin ich leer. Da habe ich nichts mehr. Da habe ich mich vorhin abgeholt. Junge, das ist doch total dumm. Was? Jetzt hast du doch. Aber ich habe hier unten noch. Man Also, kann dass den das unten Anhänger ist. einfahren. Wie was einfahren? Man kann diesen Anhänger Huckepack nehmen. Diesen langen Alles klar. Holzanhänger. Den kann man Huckepack nehmen. Also, du fährst hier zu dem Dings, wo du aufladen musst, und ich fahre schon mal weiter runter und lad da meins auf, oder wie machen wir das jetzt? Keine Ahnung. Wie bitte, was hast du gesagt? Keine Ahnung. Also ich lade meins jetzt erstmal auf. Gut, dann fahre ich weiter und lade meins auf. Auch wenn meins wirklich abseits von jeglichem Weg ist. Ich muss dann hier den Weg runterfahren. Und dann hier am Ende Was? des Weges muss ich dann in die Pampa abbiegen. Muss dann hier über die Pampa fahren. Aber das werde ich schon irgendwie schaffen. Da hoffen wir, dass mein Anhänger nicht dran glauben muss. Ich glaube, es wäre sinnvoll, Ja. erst den Truck zu beladen und nach den Ja, Anhänger, es wäre oder? sinnvoller gewesen, hättest du den einzelnen als erstes genommen und dann die beiden, ob die auf einer Strecke liegen, zuerst den hinteren und dann den vorderen. Das wäre streckentechnisch und Ja, bei der Beladung das hätte ich Beste machen gewesen. können. So muss ich jetzt einfach abbiegen dann. Junge, sind die Langholzdinger lang? Ja, heißt doch Langholz, Gott. ne?
Aber wie gut, wir bisher immer nur mit Kurzholz gearbeitet haben, ne? Und du manchmal mit Mittel. Und einmal mit mittellangem Holz haben wir, glaube ich, auch gearbeitet, stimmt. Ach, aber es ist immer einfach gemacht. Leute. Aber auf der Map kannst du ja nicht einfach machen, auf der Map musst du nehmen, was kommt. Deswegen, die Map ist eiskalt. Das finde ich auch cool. Also ich fände es cool, wenn es mehr Maps gäbe, die so hier wären, wo man wirklich das Holz holen muss sich. Weil ich glaube, weil ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel. Oder so mal, bringt ganz andere Spieldynamik auf jeden Fall hervor. Du hast halt so dieses Szenario, ey, hier wurden Bäume gefällt und du kannst dir nicht aussuchen, wie lang diese Bäume sind. Richtig. Nicht so wie, hi, Herr Bauabmarkt-Mitarbeiter, können Sie mir mal so und so lange Holzstämme bereitlegen? Die würde ich gerne transportieren. Deswegen, das ist halt ein bisschen. Und dann auch bei der Holzausgabe kannst du ja auch mit Kran machen. Du kannst ja mit Kran halt eben auch persönlich aussuchen, was du haben willst. Was ja auch jetzt nicht wirklich das krass Realistische ist. Deswegen. So, fahren wir die erstmal aus, parken dann nochmal ein bisschen um. Fängt an, schöne Fotos zu machen. Ja. Auch ein Thumbnail. So, was hier? Ich habe tatsächlich schon ein paar Thumbnails gemacht. Okay, so hätten wir den. Ich kann mit rechter Maustaste kann ich tatsächlich Kamera bewegen. Das ist ja cool. Was? Kamera bewegen beim Kran? Wie? Was? Ja, rechte Maustaste einmal klicken, dann ist es frei. Dann nochmal rechte Maustaste klicken, dann hast du. Wieso habe ich das nicht rausgefunden? Für eine fixe Sicht. Junge, ich bin dumm. Okay, so. Warum nimmt man so einen Holztransporter? Der hat doch einfach kein Profil. Und die anderen beiden Fahrzeuge wetten, die können nicht mal irgendwas mit Holz transportieren, lang Holz, zum gar nicht. Also dieser Radlader da. Ich stehe ein bisschen zu weit weg, habe ich das Gefühl. Ich muss nochmal näher ranfahren. Das wird nicht. So, okay. Jetzt müssen wir, ich fahre hier ein Stück zurück, weil der sich ja noch nach hinten ausweiten muss, der Anhänger. Bums, die Bums. Was war das denn? Der schmeißt ihn aber auch einfach wirklich nach hinten weg. Habe ich den Stream euch noch an? Nee, okay. Zack. Kurz Angst, ob bei Discord die gesamte Bandbreite wieder schluckt. Naja, gut, so viel besser ist nicht. Okay. Wollen ja auch mit der rechten Maustaste echt extrem schöne Fotos hier machen, ja, vom Kran fahren. Ja, das erste Thumbnail ist wahrscheinlich nicht ganz so schön. Gut. Aber wie wir das hier dann beladen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.